Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu The Forest in der Vollversion. Wir sind immer noch aus dem Early Access raus. Wie überraschend. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Und ich warne gleich schon mal vor, wir werden heute sehr darauf achten, dass wir unsere Folgen nicht wieder irgendwie sehr, sehr überziehen, denn wir müssen ein bisschen vorproduzieren. Genau. Aber? Denn die Pfingstferien sind um die Ecke und da muss man leider viele Dinge tun. Genau. Hallo Häschen, ihr seid verschont, ihr werdet nicht gegessen, ihr seid eine süße Menage. Das sind die Plüscher. Und wir wollten haben jetzt zum Liebhaben. Genau. Ja. Okay, und wir wollten zur blauen Höhle, das weiß ich noch. Wir haben zum Glück nur eine blaue Höhle, oder? Das ist die da hinten? Ja, das ist die da hinten, genau. Okay, perfekt. Warte, ich drehe mich noch einmal. Ach nee, da ist auch noch ein blaues Ding. Ist das da hinten unser Schlitten, oder? Nee, alle Schlitten stehen aber, hier. Aber es ist auch in beide Richtungen das Blaue, also von daher... Ja, genau. Die Frage ist, welches ist das richtige Blau? Naja, wenn es der Schlitten ist, dann kommen wir da relativ schnell dran vorbei. Ja, wir haben noch diese Höhle beim See. Die ist auch blau markiert. Aber wir haben uns vorgenommen, wir gehen in die blaue Höhle rein. Und wir haben ein wenig an der... Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Forrest hat jetzt eine Nacht- und Helligkeitseinstellung. Und wir haben das mal hochgedreht. Das mit ganz fantastischen und überraschenden... Ereignissen und ich bin so blöd. Wir müssen nochmal zurück, denn ich habe vergessen, mir was zum Essen einzupacken. Ich auch und es ist mir auch gerade aufgefallen und ich dachte, sehe ich einen Hasen hier oben? Nein, ich sehe keinen Hasen hier oben. Also nochmal zurück. Jetzt muss ich gerade eben mal gucken, habe ich wenigstens trinken? Ja, mein Wasserschlauch ist zumindest voll. Vor lauter blauer Höhle. Vor lauter blauer Höhle und wir müssen mal schnell machen. Okay, also ist aber auch schön. Ich meine, immerhin sieht man dann gerade, wie es jetzt ein bisschen dunkler aussieht. Also Nacht... Oh Gott, heute ist ein furchtbarer Tag, stelle ich fest. Wo ist denn... Na, wir haben ja Gott sei Dank... Ah, richtig, wir sind ja noch beim Bauen unserer Verteidigungsanlagen. Ja. Ich habe irgendwann mal gelesen, wenn man... Lurch. Durch. Mist, daneben. Komm zurück. Lurch. Wieder daneben. Hast du? Finde ich gut. Nein, warte. Nein. Wo ist er? Der Lurch muss... Ich erinnere mich an den verräterischen Lurch. Immer diese Lurche. Ja. Also ich bin mir fast sicher, inzwischen ist es bei uns nachts fast so hell wie bei manchen tagsüber. Aber das macht ja nichts. Wir haben hier so ein Essen, zwei Essen, noch ein Hase, der vielleicht durch ist, vielleicht aber auch nicht. Noch ein Fisch. Mal gucken, was davon... Inzwischen, das ist auch toll, es wurde gepatcht, getrocknete Hase. Man sieht tatsächlich inzwischen... Wieder richtig was. Also ich habe jetzt vier getrocknete Sachen dabei. Ein Fisch, zwei Fleisch und einen Hasen. Ich habe zwei Fleisch, zwei Lizards. Oh, und sogar ein Kaninchen. Alles klar. Sehr gut. Ich werde jetzt noch einmal schnell nach da hinten gehen. Haben wir hier noch irgendwo Platz für... Nein? Schon wieder alles voll mit... Okay. Dann klaue ich mir da hinten nochmal einen Fisch, glaube ich. Und dann nochmal irgendwas, weil ich eher sollte was essen, bevor wir losziehen. Getrockneter Fisch, richtig. Getrockneter Fisch, getrocknet, genau, aber dann ist ein getrocknetes Fleisch. So, Essen. Jetzt... Und hier vielleicht auch noch was trinken. Wir wollten einfach losstiefeln, ohne dass wir überhaupt vorbereitet sind. Was ist nur los, Schatz? Was tun wir hier? Ich weiß es nicht. Es ist die Vollversion. Es ist einfach... Ich kann sogar Sticks sammeln. Der Vollversionswahnsinn. Ich kann Steine sammeln. Oh mein Gott, warum? Ich konnte Stöcke sammeln aus irgendeinem Grund. Ich hab schon wieder vergessen, was los war. Was haben wir getrieben? Ich weiß es auch nicht, aber ich gehe jetzt wieder auf meinen Speer, meinen mächtigen Speer. Und wenn wir irgendwo vorbeikommen, muss ich wieder Sticks sammeln, denn wie gesagt, wir wollen ja Steine kann richtig, ich habe diesen Speer ja nochmal aufgewertet mit irgendwie so einem Molly vorne dran. Speer mit einem Molly? Ja, guck mal, dreh dich mal um. Siehst du das nicht? Oh, Tatsache, du hast da... Ich glaube, ich hatte experimentiert, weil ich wissen wollte, warum ich in meinen Speer, wenn ich den da drauflege, was dann passiert. Und dann konnte ich da irgendwie dieses Ding dran bauen. Und ich habe auch keine Ahnung, was es tut. Ich laufe gerade voll falsch, oder? Nee, wir könnten, glaube ich, auch hinten um den Berg laufen. Ja. Dann geht alles wieder. Ich überlege gerade, ist das da hinten unsere Suite? Nein, ich glaube nicht. Warte, bleib stehen. Nicht näher, komm, Schatz. Nein, ich bleib stehen. Ich bin hinter dir. Daran oh. So. Sehr gut. Das musste jetzt einfach sein. Das
Der hätte uns sonst verraten. Der Lurch hätte uns sonst verraten. Lurche sind einfach so. Lurche sind miese kleine Lurche. Ja. Mit einem Lurchschwanz. Wenn ihr jetzt nicht umdreht, dann könnt ihr überlegen, was da für ein schönes Wort rauskommt. Also wenn man Lurchschwanz umdreht, dann kommt was anderes raus. Aber aus Jugendschutzgründen sagen wir das jetzt natürlich nicht so, weil Baum. Wir sind hier FSK, keine Ahnung. Ist das Spiel eigentlich FSK 18? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich meine, wir haben Schniepel im Spiel, also. Stimmt, das ist ja eigentlich schon ziemliche Hausnummer, sage ich jetzt mal. Ja, wir waren hier schon mal. Hier muss irgendwo ein Höhleneingang sein. Ich steuere jetzt zu dieser blauen Flagge. Ich krieg das hin. Ich finde das wieder. Ich bin mir sicher, ich kann das. Ja, wir müssen ja eigentlich hier nur um die Ecke. Jetzt sind wir jenseits des Berges und dann. Ja, die Frage ist jetzt halt, welches von den beiden unser. War dieses komische Geräusch im Spiel oder bei mir in real? Ich glaube, es war bei dir, weil ich habe bei dir ein seltsames Geräusch gehört. Aber das kannst du eigentlich nicht, das war nur so ein. Okay. Okay, nee, ich habe irgendwie. Dann war es einfach bei mir nur so ein Mikrofon-Stotterer. Oh, da ist ein Typ. Oh, bitte nicht. Weil im Spiel war gerade nichts, aber du klangst komisch. Okay, warte mal, ich muss mal. Okay, wir crouchen hier einfach mal entlang, das ist ein bisschen versteckter. Ich habe deinen Arsch vor der Nase, das ist. Oh. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe rausgetappt, falls das also irgendwie gerade schwarz geworden sein sollte. Entschuldigung. So. Wir haben ja unten diese wunderbare Anzeige von der Sichtbarkeit und jetzt sind wir nur noch halb so sichtbar, wenn wir aufrecht laufen. Vielleicht hilft's ja was. Schuh, geht weg. Wir können einfach hier hoch. Dann sind wir vielleicht noch ein bisschen weniger sichtbar für die kleinen Hampelmänner und ich habe meine blaue Flagge aus den Augen verloren. Das ist aber jetzt schön. Das heißt, nee, jetzt sehe ich sie wieder. Okay, da vorne. Ist das da vorne? Was glaubst du, ist das die Höhle oder ist das der See, auf dem wir uns gerade zubewegen? Ich glaube, es ist eine Höhle, aber da hinten ist unser Feriendomizil. Das ist aber auch nochmal mit einer anderen blauen Flagge gekennzeichnet. Das da müsste eine Höhle sein. Okay, dann wird das hoffentlich die richtige Höhle sein. Ich stehe jetzt mal wieder auf. Ich glaube, die sind... Lurch! Was? Wo? Da, links von dir war ein Lurch. Ah, nein, hinter uns. Dreh dich um, er ist genau hinter uns. Jetzt Kerl. Hinterm Stein. Ich gehe wieder auf meinen Speer. Ich bin mit Pfeil einfach nicht so gut beim Treffen. Da ist der Lurch. Der hat uns verraten. Aber ernsthaft? Ja, guck dir mal, da kommt die ganze Bagage an. Ich bin dafür, wir joggen ein bisschen. Einfach nur so, weil wir es können. Weil wir männliche Männer sind, die jetzt sehr männlich joggen. Ich habe die blaue Flagge schon wieder aus den Augen verloren. Hier drüben ist die. Hier drüben, hier hinten. Rechts. Ah, da. Okay, und das ist nicht der Gänsesee, ja? Nehmen wir den Kanada-Gänse, nee. Dann sind wir nämlich richtig. Nee, das ist nicht Gänsesee, das ist das hier. Perfekt, dann war das die Höhle, in die wir rein wollten. Dann würde ich sagen, bevor die jetzt noch näher kommen, klettern wir einfach runter. Oh, ich höre Grillen zirpen oder so. Ja, Lito. Das ist neu, das ist neu. Ja, ich werde unten jetzt auch direkt mal erstmal was essen. Ich bin schon wieder halb hungrig. Achso, ich sollte vielleicht trotz allem und heller stellen, vielleicht einfach mal Licht machen. Bist du schon unten? Nee, ich bin noch auf halber Höhe, glaube ich. Okay. Meine Ausdauer ist gerade so ein bisschen... Ich muss kurz warten. Ich möchte nicht mit komplett leerer Ausdauer unten ankommen. Man weiß hier nie, was einen erwartet. Mhm. Ich stimme zu. Ein bisschen weiter kann ich aber noch. Das geht sehr, sehr tief runter. Sehr, sehr tief. Sag mal... Wir waren ja aber nicht letztes Mal schon drin, ne? Wir waren ja einfach nur... Ich glaube, wir hatten nur beschlossen, dass wir hier rein wollen. Stimmt. Aber wir hatten es noch nicht ausprobiert. Ja. Sehe ich leider gar nicht. Okay, ich bin jetzt fast unten. Das heißt, ich warte jetzt nochmal schnell. Wobei, ich kletter ganz runter. Hier scheint erstmal nichts zu sein. Okay. Hier war... Ach du je. Ein Schädelchen. Hier ist echt... Und Stoff. Ich sammle hier unten einfach schon mal ein bisschen Sachen ein. Ich sehe hier nämlich noch... Da, Stoff. Das geht ja ewig runter. Einiges an Stoff. Und oh, da ist, was ist das? Der Torso vom Spielzeug und lustige, waren die Bilder hier schon? Ich bin mir fast sicher, das eine Bild da unten, das kenne ich noch nicht mit den vielen Kreuzen, oder? Warte, ich komme. Oh, endlich. Ich sehe, da.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Bild mit den vielen Kreuzen noch nicht eingesammelt hatte. Hier, in der Ecke. Oh, oh ja. Also, wir waren hier schon mal, das garantiert. Aber ich bin mir fast sicher, dieses Bild, zumindest das mit den Kreuzen, ist neu. Ja, was bedeutet das? Was malt der uns da? Ich weiß es nicht, aber es ist sehr verstörend. Ich glaube, unsere Tochter braucht später ernsthafte psychologische Hilfe, wenn wir hier wieder reinkommen. Das glaube ich auch, ja. Okay, Moment, ich wollte was essen, genau. Ich esse jetzt mal einen Fisch. Okay, wo auch immer du bist, scheinbar da oben hoch. Nee, ich gucke gerade zurück. Also hier sind wir runtergeklettert. Ja, ja genau, wir können nur hier weiter. Drüben. Ich wollte nur noch mal sicher. Ich meinte, dass hier trötet einer. Irgendein Benjamin ist hier irgendwo. Oh, trötet. Und den meinte ich gerade mit, wo bist du, da oben hoch? Ah, hörst jetzt höre ich ihn auch, ja. Okay. Den habe ich eben noch nicht gehört. Okay, hier liegt, begrüßt uns direkt eine attraktive Leiche. Ich piek sie mal, ob mehr Geld rausfällt, aber... Na, der hat wohl einen sein Kleingeld vorher schon verloren. Ja, hier ist definitiv irgendwas Großes, Unsympathisches. Ich guck mal eben kurz auf die Karte. Okay. Mhm. Wir sind... Wo sind wir? Ah, ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum wir hier vermutlich rein wollten, weil wir ja diese Baby Cave letztes Mal erforscht hatten. Und ja, dann gucken, wollten wir wieder weiterkommen. Das war jetzt voll falsch geklickt. Ich wollte eigentlich nicht das Menü öffnen. So, dann würde ich mal sagen, wir... Warte mal, da sind wir gerade eben. Guck mal, wir sehen, wo wir hier runtergeklettert sind. Mhm. Da drüben. Oh Gott, diese Geräusche. Ich würde mal sagen, da sehe ich zu eine Koffer, dann gehen wir erstmal dahin. Oh, das ist wieder so ein Klamottenkoffer. Und ich bekomme? Was bekomme ich? Wie sehe ich aus? Du hast ein weißes T-Shirt an und eine Jeans, glaube ich. Was habe ich an? Sag mir nicht, dass ich ein Beanie trage. Nein, du hast eine Weste, ich glaube rot mit irgendwas anderem und einen Jeans. Okay. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Hauptsache nicht wieder der Beanie. Wenn du einträgst, ich werde es dir nicht sagen, einfach nur damit ich es genießen kann. Nein. Was? Das sind genau die Vertrauensprobleme, die unser Psychologe angesprochen hat. Richtig. Okay, hier müssten wir uns durchquetschen, glaube ich. Nee, muss man doch nicht. Moment, ich schaue noch mal kurz auf die Map, wo wir eigentlich gerade hinlaufen. Oh, wir laufen straight nach oben, wie es aussieht, oder? Ich weiß es nicht, ich habe keinen Orientierungssinn. Ich weiß aber auch gar nicht, sollen wir hier überhaupt weiter oder sollen wir erst nochmal zurück? Das ist eine gute Frage. Aber ich höre hier kein Tröten mehr, deswegen fühle ich mich hier gerade wohl. So lange, bis es wieder losgeht. Ja, oder ja, uns aus dem Dunkeln niemand anspricht. Ja, aber vielleicht, es ging ja noch nach oben, also von hier aus gesehen, wenn wir rechts, also in der anderen Richtung noch ein Stück weiter. Vielleicht wäre Benjamin eher in der Richtung gewesen. Ich glaube fast. Eben, deswegen meinte ich, wir könnten ja erstmal hier gucken, wie es weitergeht und wo wir hier sind. Da sind wieder Finger. Oh. Ja, das ist immer ganz sympathisch. Fingerfood. Ja, das ist so. Ja. Aber vermutlich ist es für die Eingeborenen genau das. So. Warum hängen die auf? Warum? Mein Schädelchen. Warum klingt der Schädel so fleischig, wenn ich dagegen piekse? Ich weiß es nicht, aber hier ist Stoff. Was wo? Nebamin. Achso, da. Oh, du bist so gut. Stoff, man kann nie zu viel Stoff haben. Das sind wieder getötete Plane, sag's Flugzeugleute. Ein Koffer voll Geld. Wir haben die Yakuza gefunden. Was? Keine Ahnung. Mafia. Oh mein Gott, Tatsache. Okay, ich will was das zuerst. Was ist das? Warte mal. Ich deine Waffe. Oh, ich weiß mir das Ding. Gib es mir. Ich hab gesehen, dass da eine Waffe ist, aber hier ist Geld. Guck mal. Achso, ich darf dich ja nicht hauen. Guck mal. What? Es war eigentlich nur ein Scherz mit den Yakuza, aber... Ich dachte, ich drehe mich um und dann sage, guck mal, und guck mal da oben, da. Der hat da... Die haben dem die Haut abgezogen und hat jetzt ein Kuss. Oh, ist das ekelhaft. Oh nee, komm, bah. Mm. So. Oh, pfui. Oh, ist das geil. Ja, tatsächlich. Die haben den Arm ab... Oh nee, oh. Also, es ist eklig, aber auch irgendwie geil. Es ist wirklich widerlich, aber auch auf eine ganz perfide Art und Weise geil. Oh, das Essen. Ich esse das mal. Egal, wie lang es hier schon ist, ich esse es. Leuchtfackeln? Wunderbar. Medikamente kann ich schon gar keine mehr sammeln. Mal an. Oh, und ich trinke mal eine Soda, weil hier welche rumliegt.
guck gleich. Ich mach gleich. Ja, oder? Ah, guck mal, ganz viele Uhren. Oh Gott, die Höhle müssen wir uns merken. Die ist super. Wenn die Sachen hier nachspawnen, können wir hier unglaublich viele Armbanduhren für du weißt schon. Bombe. Genau. Und ich sehe schon, du hast den Rest des Geldes eingesammelt. Das ist super. Adam Sound, SKS. Oh, das ist supi. Bist du ein Passagier, den Mann? Ah, sieht von hinten aber gar nicht so schlimm aus, muss ich sagen. Ach, die haben den Arm abgezogen. Ja, okay. Richtig, genau. Ich habe erst gedacht, das wäre sein Rücken gewesen. Oh, da ist Stoff. Stoff. Mit dem Stoff haben. Den Stoff hätte ich dann gerne. Dieser Geldkoffer hier, der auch klasse. Das, ja, also wir haben hier Besuch von der Mafia. Das ist doch super. Die haben dem halt voll sein, was ist das, Tablet? Voll in die Speiseröhre gerammt. Man muss schon sagen, die Eingeborenen hier und die haben schon einen ganz besonderen Sinn für Ästhetik. Aber oh mein Gott, wir haben ein Katana. Die zu schnell. Jetzt möchte ich irgendwie. Ich mache übrigens mal kurz Feuerchen an. Jetzt möchte ich. Einfach nur, damit sie ein bisschen heller haben. So. Ich möchte jetzt eigentlich fast einen Gegner haben, um das Ding auszuprobieren. Und da haben wir Treibstoff. Ach, die Klinge sieht aber ein bisschen arg rostig aus. Die hätte man mal besser pflegen müssen. Egal, das. Hauptsache, wir haben Katana. Oh Gott, ich bin gerade im siebten Himmel. Ich habe tatsächlich so ein Ding an der Wand hängen. Echt? Cool. Ja. Ist natürlich nur ein Replik, also kein echtes, aber trotzdem, ich habe eins an der Wand hängen. Das ist eine ganz witzige Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin... Mein Bruder ist so ein bisschen, dass er Schusswaffen gut, also er ist auch im Schützenverein und alles. Und ich bin halt mehr so, ich finde Schwerter toll. Kann ich verstehen. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich zum Geburtstag, war da ein sehr langes Paket. Und ich dachte erst, ernst, also das ist ein bisschen peinlich, wenn ich das jetzt so sage, ich dachte erst, oh, ich kriege eine Vorhangstange geschenkt. Oh. Dann packe ich das aus und dann war es ein Katana. Und ich war so happy. Oh, hier sind Dinge. Okay, die Höhle merken wir uns. Die blaue Flagge bleibt, denn hier sind wahnsinnig viele Energy-Drinks. Dazu das Geld, wenn davon irgendwas nachspawnt, auch die Armbanduhren vorne, dann wäre das hier, Oh. Und dahinter ist noch mehr. Boost und eine Taschenlampe, da haben Batterien gesammelt, sehr schön. Und, wunderschöne Köpfchen. Mit einer Bibel. Klar. Super. Klar, was sonst? Logisch, weil Bibel gehören Köpfchen, dazu. Alkohol. Und eine Taschenlampe. Super. Habe ich jetzt eigentlich zwei davon? Nee, du hast nur die Batterien, glaube ich, mitgenommen. Also okay. Ich habe zumindest bei dem, was dem Inventar hinzugefügt wurde, stand bei mir Batterien und nicht Taschenlampe. Auch wenn da eine Taschenlampe lag. Oh, das ist geil. Ich höre ihn irgendwo trampeln. Wir haben, aber das kann nicht hier sein. Wir haben hier die ganze Höhle. Nee, es kann nicht hier sein. Vielleicht über uns, ja. Wir haben ein Katana, Katana, Katana. Ich bin im siebten Himmel. Ich bin glücklich. Happy. Guck mal, wie eklig. Die haben ihm voll den Kopf. Ja, sag ich doch. Das ist total bad. Ja, ich habe gedacht, du beziehst dich auf die lustigen Eingeweide. Jetzt sehe ich erst, dass sie den im Kopf halbiert haben. Das ist... Ja. Übrigens, hier ist was zu... Ich esse das jetzt einfach noch. Ich glaube, du hast dein eigenes da stehen gehabt. Ja. Hoffe ich. Ja, hatte also, ich. Jetzt bin ich nämlich wieder vollkommen satt. Und bevor es jetzt war, trinke ich einfach nochmal eine Soda, weil ich es kann. Und weil hier so viele rumliegen, dass man einfach nochmal eine mitnehmen kann. Nee. Das muss Soda? Man ja mal nutzen, Soda? Wenn hier überall Soda liegt, dass man hier einfach Soda trinken kann. Wann sonst kriegt man gratis Cola auf so einer Insel? So. Und jetzt gehe ich hier durchs Fingerfood und gucken, ob wir Benjamin finden. Wir hören dich trampeln und tröten. Und wir wollen dich töten. Und wir wollen dich töten. Genau. Ich meine, waren wir dann überhaupt... Wobei doch, die Koffer waren offen. Also rein logisch betrachtet müssten wir hier schon mal drin gewesen sein. Aber jetzt habe ich meine Zweifel, weil das ist eigentlich nicht so schwer zu finden gewesen hier. Nee, also ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube nicht. Dann war oder? Es war so ein, mal kurz runtergeguckt. Ah ja, aber machen wir mal anders. Das kann oder auch so. Sein, ja. Das vielleicht, ja. Als wir noch nicht jede Höhle mit Fähnchen markiert haben. Ja, jetzt höre ich ihn auch wieder, jetzt höre ich ihn wieder tröten. Wo wir wieder hier sind. Ach, ich mag dich nicht, Benjamin. Du bist doof. Aber wir haben, guck mal, wir haben Mollys, wir haben... Der muss irgendwo... Oh, dieses Autos, die hier gerade vorbeifahren.
Wir haben Mollys, wir haben ein Schwert. Das man übrigens. Da hinten. Es ist nicht Benny, es, oder? Nee, es ist. Doch, doch, das ist Benjamin. Ach so, ich nehme immer Betty, sicher. Betty Beinchen. Ich glaube, der hieß Armsy oder so im Spiel. Der ist bei mir gerade voll despawned. Für mich ist er noch da und zappelt. Ah, jetzt ist er wieder da. Aber bei mir war er plötzlich einfach weg. Also, zünden wir einen Molly? Ja, oder? Warte, ich habe eine bessere Idee. Schmeißen wir eine Bombe. Warte. Ich habe eine bessere Idee. Ich höre dich klappern, das ist total toll. Klapper. So. Moment. Ich hoffe ja, dass er uns nicht sieht. Nee, ich hoffe es auch nicht. Ich mache mir gerade ein paar Feuerpfeile, denn ich glaube, besser als ein Molly. Wir haben hier relativ gutes Sichtfeld. Okay. Und ich glaube, besser als ein Molly funktioniert es hier, wenn wir ihn einfach mit Feuerpfeilen beschießen. Die sind sehr wahrscheinlich. Oder was wir auch probieren könnten, wir könnten einen Sticky Bomb basteln. Und das Ding einfach auf ihn draufschmeißen. Mhm. Dafür brauchen wir Baumharz. Ist sie dann schon fertig? Ja. Ich probiere das einfach mal, ne? Ich versuche mal, ob ich halt Bombe Feuerpfeil an ihn dran in der Hinterhand für den Fall der Fälle. Warte mal, ich laufe mal hier rüber. Jetzt kommt er. Oh, oh. Okay, warte, ich sehe gerade so wenig. Die klebt. Au! Wow! Es hat mir nichts abgezogen, aber das ist cool, dass das geht. Ich habe ihn direkt nochmal angezündet. Oh, da kommen Bösis. Oh nein. Bösis? Kannst du ganz kurz, ich würde meinen. Ah! Ja. Okay, kannst du nicht. Ich gehe mal kurz hier rüber. Kann ich leider nicht. Weil ich muss wieder auf meinen Bogen wechseln, damit ich. Oh, ja, nein! Greif dich an! Er hört nicht auf mich. Er ist runtergefallen. Was? Er ist runtergefallen. Ich glaube, er ist runtergefallen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Er ist runtergefallen. Ich erwische ihn von hier. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist so witzig. Und ich dachte gerade, ich hänge mich da mal kurz ans Seil, damit er mir nicht. Weil er hat mir schon zwei Rüstungen runtergeprügelt. Ja, okay. Und ich dachte jetzt halt, ich hänge mich kurz, weißt du, ans Seil. Er ist tot. Ich glaube, er ist tot. Ernsthaft? Ja, gut, der wird. Das heißt, Mutantenrüstung. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir die Eingeweide wieder ums Bein wickle. Nein. Nur zu. Ich glaub, deiner Sanity schadet das auch mehr als meiner. Wo kann ich den jetzt häuten? Nein, das ist der Kopf. Ich will den häuten. Wo ist er denn? Du musst trotzdem runterkommen. Die Pfeile gehören dir. Ich kann keine mehr tragen. Okay. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Oh, leider ist es dunkel, als ich ihn ja heute. Oh, ich habe jetzt eine. Geile Mutantenrüstung, die im Inventar wieder so richtig aussieht. Ich mache mir die mal direkt dran. Oh, sieht die widerlich aus. Mutantenrüstung. Ich würde so gerne wissen... Ich könnte ihn tatsächlich auch häuten. Ich will nicht. Ich würde dies... Was? Ich kann ihn auch häuten. Häute ihn. Vielleicht kannst du es mir einfach dann geben, wenn du es nicht anziehen möchtest. Ich behänge mich gerne mit Fleisch. Warte mal. Aber das ist cool. Man kann ihn zweimal häuten. Das ist... Okay, bei so einem Dickerchen eigentlich fast zu wenig. Oh, wie der zuckt, wenn du durchläufst. Wo bist denn du? Ja. Wie der zuckt. Hier bitte, guck mal, für dich. Oh, danke schön. Ich nehme dafür den Pfeil hier noch. Ja, bedien dich. Ich pack mich mit Mutantenrüstung voll. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Oma ist ja gemeint, wären böse. Mhm, zwei, also ich wollte... Es tut mir leid, ich habe heute ganz schreckliche Wortfindungsstörungen. Ich wollte das sagen, es sind zwei nichts. Kannibalen. Das macht nichts. Panik mit Benjamin sind nur noch, da sind zwei Böse rausgekommen. Kein Problem. Okay, warte, ich sehe einen da stehen. Ich versuche mal, ob ich den hier irgendwie so... Ja, auf einen habe ich gerade einen Feuerpfeil geschossen. Ich weiß nicht, ob der vielleicht tatsächlich umgefallen ist. Ja, warte, ich will mal kurz gucken. So, jetzt habe ich den. Mhm. Ich zünde mal jetzt auch mal schnell an, denn der steht hier so schön. Und ich glaube, deiner ist tatsächlich tot, der eine. Er sieht zumindest, er liegt relativ bewegungslos am Boden. Okay, dann hol ihn dir. So. Perfekt. Ja, der ist auch schon tot. Sehr gut. Dann wechsle ich wieder auf die anderen Pfeile. Damit ich nicht versehentlich meine Brandpfeile verschwende. Und dann gucken wir uns hier einfach noch schnell um. Weil... Ich nehme den übrigens schon mal mit, ne? Hä? Das sind drei? Wir müssen auf jeden Fall hier ein Feuerchen machen und uns Rüstung draus basteln. Soll ich mal eins hinstellen? Ja, bitte. Ich hoffe übrigens, man hört das gerade nicht. Aber hier sind gerade irgendwelche Idioten, die sich draußen sehr laut unterhalten. Für all dies interessiert es jetzt 23:30 nachts. Ich darf mich aufregen, dass die da draußen gerade laut sind. Ich finde es ganz furchtbar.
Das kenne ich nur zu gut. Ich habe dann auch immer so ein bisschen das Bedürfnis, meinen Kopf aus dem Fenster zu strecken und sie mal zu fragen, ob sie eigentlich eine Uhr haben. Und sich mal Mach das doch überlegt haben, mal. dass nicht jeder um die Uhrzeit noch draußen. Ich meine, ich bin ja auch noch wach. Es ist ja nicht so, als würde ich jetzt irgendwie versuchen zu schlafen, aber ich finde das ganz furchtbar. Also ich mache das ja auch, aber die unterhalten sich halt schon sehr laut hier gerade. Man hört es hoffentlich nicht. Ich nehme an, dass man es nicht hört, Also ich weil. höre es nicht, von daher hoffe ich einfach mal, dass es. Oh, der ist hier komplett in Unterhose. Oh, Tatsache, das ist. Achselhaare. Ja, eine Uhr und Stoff und der Ich ist. würde sagen, Schniepel confirmed. Ja, schon so. Der Oder? ist. Ja. Ich sammle mal Knochen. Bedien dich. Also, ich habe jetzt vier Rüstungen wieder mit meinen tollen Mutantensachen. Da wurde mich ja irgendwie zweimal erwischt. Ich sammle mal den Rest hier ein. Du kannst vermutlich gar nicht so viel tragen, damit das nicht despawnt. Habe eingesammelt. Ich gucke mal, ob ich daraus eine Rüstung basteln kann. Die kann ich dir ja Ja, immer noch mach. geben. Ansonsten habe ich auch noch neun und kann dir auch noch eine machen. Ich habe nämlich jetzt Ich habe im fünf. Moment tatsächlich fünf Rüstungen. Okay. Es hat sich gerade irgendwie ganz komisch hingeschwurbelt. Jetzt habe ich auf einmal fünf mit zweimal noch Echsenhaut, Okay, die du ich mir darfst für mir, wenn den du Not magst, fallen. einen Knochen geben, dann kann ich eine basteln. Die würde ich zwar nicht anlegen, aber ich würde sie dann einfach mal so im. Ach so, das Bitte bist du. schön. Ah, danke schön. Oh Dann hätte Gott, ich. ich will ja nichts sagen, aber da steckt ein Finger aus deinem Arm raus. Was? Oh, von der Mutantenrüstung. Nein. Ja, geil. Eieiei. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, alle 6 Knochen und dreimal Stoff. Und so, jetzt habe ich nämlich eine Rüstung auf Vorrat. Neben ganz Sehr vielen gut. Outfits, was ich toll finde. Und ich esse jetzt noch mal was, weil hier, ich krieg Hunger, wenn ich den da drüben so hängen sehe. Der sieht so. Nein. Okay, weißt du was? Ich leg mir da jetzt einfach mal den Lurch drauf, denn der Rest ist. Ja, ich habe was Getrocknetes gegessen, weil, Wieso kann ich den da schon wieder runternehmen? Das doch, der war doch eben frisch. Okay, Spiel, wenn du meinst, dass der jetzt essbar ist. Dann ist dem halt so. Okay. Aber ich habe doch eben gerade meinen frischen. Ja, das Kaninchen ist getrocknet, der Hase. Trocknetes Fleisch, getrockneter Fisch. Okay. oh, meine geistige Gesundheit ist bei 75%. Oh, warte, Wollte das ich will nur ich mal auch so mal anmerken. gucken. Das war bei B, ne? Beim Survival-Buch. Und dann bei dem. War das hier? War das hier? Nee, bei Status. 99%. Die Mutantenrüstung scheint mir gut zu tun. Ja, nicht. Oh Mann, das ist. Es ist ein bisschen irritierend. Also, wie sich unsere geistige Gesundheit verteilt, das ist schon so ein bisschen komisch. Warum auch immer der Koffer blutet, wenn man draufhackt. Guck mal, der blutet, wenn du draufstichst. Tatsächlich. Das ist. Und er verschluckt Pfeile. Es ist ein lebendes Täschchen. Okay, ich habe gerade. Oh Gott, es Was ruckelt. liegt denn da hinten rum? Es ruckelt. Ich habe schon wieder dieses. Ich bewege mich in. Oh Gott, nein, oder? Nicht jetzt. Das ist furchtbar. Haben wir genug, um uns so ein Temporary Shelter zu bauen? Denn ich fürchte. Ich müsste noch Möglich. mal neu starten, denn es ist gerade echt so. Tuk, 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 tuk. Ich glaube, so ein Temporary Shelter sollten wir uns bauen können, dass wir schnell Ich speichern können, glaube ne? auch, ja. Dann Ich würde habe ich das hier hinten zumindest. beim Feuer gerne kurz machen, denn das ist gerade echt Oh, da unerträglich. schwebt ein Stein. Ich wollte es gerade sagen, es ist gerade sehr irritierend und ich habe schon. Ah, es ist so. Okay, ein. Warte, ein Temporary Ja, Shelter. ich baue einfach gleich mit, dann passt das hoffentlich. Ich würde ja gern so einen dauerhafteren bauen, aber. So, bauen wir einfach mal mit. So, dann Sie können wir hier soll. nämlich speichern einmal, genau. Ja, das machen wir doch So, und das direkt. ist sowieso die Folge zu Ende. Dann ist das ganz okay, würde ich sagen. Perfekt, dann machen wir jedoch einfach direkt eine Pause. Ja, eine Sache muss ich auch noch machen. Ich will das Katana noch mal in die Hand nehmen. Ha, wir haben einen Katana. Boom, tschakalaka. Wusch. Deine Sehr Klinge schön. sieht irgendwie sauberer aus als die von mir. Meine Klinge sieht sauber aus. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Nein, das ist voll Ja, einges. deine Klinge. Eingesifft. So, dann machen wir jetzt aber Schluss, weil wir müssen das nochmal neu starten, denn eben. Ja, ich habe. Richtig, wir wollen keine Diashow. Nee, Also? das ist echt. Vor allem, es ist wie das erste Mal. Es ist nicht, dass die FPS unten sind gerade. Es ist einfach nur, es bewegt sich sehr ruckelig. Alles Und das hat klar. sich letztes Mal gegeben, nachdem wir gespeichert und nochmal neu gestartet haben.
Dann machen wir genau dasselbe jetzt auch. Genau, dann bedanken wir uns dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch weiterhin bei unserem Waldabenteuer begleitet. Das kann jetzt ja nur noch besser werden. Wir haben jetzt ein Schwert. Yay. Und macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüssi.